Ihr wollt streamen, aber ihr habt keine Ahnung, welche Hardware ihr dafür braucht? Wir zeigen es euch in diesem Video. Ja, Streaming ist ja eins der Trendthemen momentan. Das liegt auch natürlich an Twitch. Aber selbst wenn ihr ja nicht gleich ein Millionenpublikum erreichen wollt, sondern vielleicht einfach nur für eure Friends ein bisschen streamen wollt, dann könnt ihr das mit relativ einfachen Mitteln schon erreichen. Vielleicht wollt ihr einfach auch nur für die Uni irgendwelche Videos aufnehmen und die entsprechend kommentieren oder einen Webcast machen. Das geht natürlich alles mit den gleichen Produkten. Wenn ihr einfach starten wollt, dann könnt ihr das natürlich, wenn ihr ein Notebook habt, ohne große Hindernisse. Ihr müsst einfach nur die Software installieren, zum Beispiel einen OBS. Und dann könnt ihr erstmal die integrierten Produkte nehmen, die hier im Notebook sowieso schon enthalten sind. Die Webcam wird allerdings ein bisschen matschig sein vom Bild und auch das integrierte Mikrofon wird die Umgebungsgeräusche ziemlich wahrnehmen. Das kennt ihr von Videokonferenzen oder sowas, da ist das nichts anderes. Und das möchte man natürlich verbessern, denn ein Stream soll ja möglichst hohe Qualität haben schon bei der Erstellung. Und deshalb gibt es Produkte, die das entsprechend auch verbessern können. Ja, und die möchte ich euch jetzt vorstellen, um euer Notebook sozusagen auf den nächsten Level zu heben oder vielleicht auch den PC erstmal dazu zu bringen, dass er überhaupt etwas aufnehmen kann. Und da habe ich jetzt exemplarisch mal die Produkte von Streamplify genommen. Streamplify ist eine Firma, die eher im Preis-Leistungsbereich unterwegs ist, also sehr günstige Produkte auf den Markt bringt, mit denen ihr gut einsteigen könnt in den Markt, in den Bereich des Streamings. Da kann man natürlich auch, wie bei allen Sachen, richtig viel Geld für lassen. Es gibt da Luxushersteller wie Elgato, die sich darauf spezialisiert haben, aber wo dann eine Cam gleich 200, 300 Euro kostet. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr da richtig Spaß dran habt, irgendwann professionelle Kameras anschließen, professionelle Mikrofone nutzen und so weiter und so fort. Aber dann ist man halt schnell im vierstelligen Bereich. Und um erstmal anzufangen, reicht das eigentlich vollkommen aus und macht eine Menge Spaß. Und ja, deshalb möchte ich euch die Produkte mal kurz vorstellen, die ihr tatsächlich benötigt. Fangen wir an mit der Cam. Lustiger Name. Die Streamplify-Produkte nennen sich eigentlich immer so nach der tatsächlichen Aufgabe. Das heißt, das ist hier die Streamplify Cam, die Kamera. Und wir haben hier eine Full-HD-Kamera, 60 Frames pro Sekunde, Autofokus und auch 90 Grad Blickwinkel. Das ist so die Standard-Webcam, die man heutzutage kaufen kann. Wird über USB angeschlossen und reicht eigentlich schon vollkommen aus. Im Vergleich zu der integrierten sind das meistens schon durch die Full-HD-Aufnahme eine deutliche Verbesserung der Qualität. Jetzt könnt ihr sagen, okay, 4K ist doch auch schon möglich. Natürlich gibt es auch schon 4K-Kameras. Aber beim Streaming ist es ja meistens so, dass man sein Gesicht irgendwo unten links, rechts in der Ecke irgendwo zu finden hat. Da reicht Full HD eigentlich vollkommen aus. Kostet 60 Euro, ist also ein sehr preisgünstiges Modell und für den Einstieg schon vollkommen ausreichend. Dann braucht ihr natürlich ein Mikrofon und auch das Mikrofon hat einen einfachen Namen, Streamplify Mic. Das liegt auch so bei 50 bis 60 Euro, ist im RGB-Bereich natürlich unterwegs, das heißt ein bisschen für den Gamer das Ganze gemacht, das ist aber nicht das Wichtige. Das Wichtige ist zum Beispiel schon, dass ihr hier so einen Knopf habt, mit dem man den Pegel tatsächlich live verändern kann. Das möchte man ja nicht in der Software machen und hat man vielleicht gerade keine Möglichkeit, das zu machen, weil man im Fullscreen in seinem Spiel ist, dann kann man das hier relativ einfach nachstellen. Und das zweite Vorteil ist bei einem externen Mikrofon natürlich, ihr habt das direkt vor dem Mund und entsprechend ist die Aufnahmequalität schon dadurch schon deutlich verbessert und es muss nicht wie irgendwo rausgerechnet werden durch irgendeinen Codec. Das heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Die zwei Produkte braucht ihr mindestens, aber ihr könnt euch das Leben natürlich noch deutlich vereinfachen mit so einem Mountarm zum Beispiel, der kostet 60 Euro. Der bringt das Mikrofon oder vielleicht auch die Kamera, wie er das auch im Endeffekt anbringt, an die richtige Position. Das macht natürlich das Ganze einfacher als vielleicht einfach nur über so ein Stativ. Und es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, um euch etwas besser auszuleuchten. So ein Ringlicht kennt ihr sicherlich von den Instagramerinnen, die sich schminken. So seht ihr bald auch aus. 20 Euro kostet das. Und 3K bis 6K Farbtemperatur ist vielleicht das Besondere. Man kann euch also ein bisschen ja, heller darstellen oder ein bisschen wärmer von der Farbtemperatur, kälter, wärmer. Und das macht dann schon Sinn. Ein kleiner Stand ist auch mit dabei. Das ist natürlich, um euer Gesicht auszuhellen. Das heißt, es wird nicht gleich eine große
Lichtshow werden. Das erreicht ihr dann vielleicht eher mit dem Glowlight 14. Das ist ein bisschen größer, hat schon 2500 Lumen von der Fähigkeit her und 3K bis 6K ebenso zum Verstellen. Das heißt, da könnt ihr auch vielleicht den Hintergrund ein bisschen mit ausleuchten. Statt 20 Euro kostet das allerdings auch schon 90 Euro. Ja, das reicht erstmal aus, um anzufangen. Aber wenn ihr das Ganze natürlich eine Weile macht, werdet ihr auch noch das hier cool finden. Das ist das Hubdeck 5 von Streamplify, kostet auch knapp 50 Euro. Da habt ihr nichts anderes als ein paar externe Tasten, die über USB angebunden werden. Natürlich auch hier wieder mit RGB. Aber das ist praktisch, weil ihr im Endeffekt, wenn ihr Fullscreen spielt, ja nicht unbedingt an die Einstellung eurer Streaming-Software rankommt. Und mit diesem USB-Hub, 5 Anschlüsse habt ihr hier insgesamt, könnt ihr die angeschlossenen USB-Geräte direkt abschalten. Insofern ist das eine gute Ergänzung für 50 Euro, wenn ihr sozusagen das ein bisschen professioneller machen wollt. Ja, und das will ich euch natürlich auch mal aufbauen und zeigen, wie es funktioniert, und das machen wir jetzt. Jetzt ist alles aufgebaut. Ich möchte euch natürlich die Produkte kurz vorstellen. Fangen wir mal mit dem Mikrofon an. Es hat einen stabilen Standfuß. Es lässt sich einfach zusammenbauen. Es ist hier Gummi gelagert. Das heißt, Vibrationen und so weiter sollten nicht problematisch sein. Und ansonsten habt ihr hier diesen Drehregler für die Aufnahmelautstärke. Einen weiteren Knopf, da könnt ihr die RGB-Beleuchtung mitschalten. Und wenn ihr auf den Drehregler drauf guckt, ist das Mikrofon drauf. Drückt, ist das Mikrofon auch stumm geschaltet. Ansonsten habt ihr hier noch einen Anschluss für Kopfhörer. Und das war's auch schon. Es macht einen sehr hochwertigen Eindruck und ich habe euch eben das Ganze auf das Video gesprochen mit dem Sound von diesem Mikrofon. Und wie ihr hören könnt, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich schalte jetzt mal wieder zurück auf mein Studio-Mikrofon. Das ist natürlich deutlich teurer, aber ich denke mal, mit dem Unterschied kann man leben und das ist für 60 Euro eine wirklich gute Lösung. Dann haben wir die Kamera. Das ist das zweite Produkt, was ihr natürlich sicherlich kaufen werdet. Die Streamplify Cam habe ich hier angeschlossen. Wir haben jetzt natürlich Studiolicht hier. Das heißt, das sind optimale Voraussetzungen für die Kamera. Macht auch ein ordentliches Bild, wie ich finde. Und Full HD reicht da vollkommen aus. Wenn ihr euch vorstellt, dass ich im Hintergrund ein einheitliches Bild hätte, könnte man mich jetzt hier rausschneiden und irgendwo in die Ecke setzen von so einem Video. Ansonsten ist das Ganze etwas kippelig hier mit dem Stativ. Das ist nicht ganz so hochwertig oder stabil wie das von dem Mikrofon. Ich könnte auch die Kamera einfach hier hinter das Notebook klemmen. Das wäre auch kein Problem. Und ich habe noch eine Möglichkeit, das Ganze physikalisch tatsächlich auszuschalten. Das heißt, wer jetzt einer Software nicht traut, der kann das einfach rüberschieben und ist sich dann sicher, dass er von der Kamera auf keinen Fall aufgenommen wird. Die Kamera würde ich allerdings auf jeden Fall an den Mount befestigen. Und da sind wir schon jetzt bei dem nächsten Produkt. Der Streamplify Mount ist tatsächlich mit allen möglichen Features ausgestattet. Er ist ordentlich hier anzubringen. Er ist wirklich stabil, er wiegt auch einiges und lässt sich mit so einem Imbusschlüssel hier in alle möglichen Positionen bringen. Und ich habe dann Aufsätze für teilweise mein Handy, wenn ich das möchte, oder mit Clip für irgendwelche Geräte. Ich kann hier auch einfach irgendwie eine richtige Kamera drauf schrauben. Das Mikrofon natürlich auch. Und ich habe hier dazu noch solche Kabeldurchführungen, um das Ganze sauber zu verlegen, damit das nicht irgendwo reinhängt. Macht einen soliden Eindruck, ist ein gutes Produkt und für 60 Euro ist das sicherlich die ideale Ergänzung für die Kamera, um die dann ein bisschen weiter entfernt vielleicht anzubringen und an die richtige Position zu bringen. Dann sind wir schon beim Licht. Ich habe zwei verschiedene Lichter hier. Das Ringlicht, ja, es ist 20 Euro teurer, das heißt teuer, das heißt, man kann jetzt nicht so viel davon erwarten. Und ihr seht schon, ich habe nur drei Möglichkeiten hier einzustellen. Warme Farbtemperatur, kalte und normal. Und ich kann hier so ein bisschen noch dimmen und ein bisschen heller machen. Aber so richtig viel Licht kommt da auch nicht bei raus. Das heißt, das ist jetzt wirklich eher so für die Schminke gedacht. Aber vielleicht jetzt nicht so richtig als Videolicht.
Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, geht gleich für die 90 € teurere Lösung rein. Und da habt ihr nämlich ein Licht, was tatsächlich auch mit Strom sozusagen versorgt wird durch ein richtiges Stromkabel und wo ihr auf der Rückseite deutlich einfacher einstellen könnt, wie viel Kelvin ihr tatsächlich braucht von der Farbtemperatur und wie viel Prozent von der maximalen Leistung das Licht tatsächlich anzeigen soll. Es ist auch schön hell und ihr habt dazu auch noch eine Fernbedienung, die ihr verwenden könnt, wenn das Ganze hinter dem Schreibtisch irgendwie aufgebaut ist, um dann im Endeffekt das Licht an- und auszuschalten und die Einstellung zu verändern. Das große Licht macht also deutlich mehr Sinn. Und ihr habt gemerkt, es sind alles USB-Geräte teilweise. Also wir haben hier eine Kamera, ein Mikrofon und eventuell ein Ringlicht, was ihr euch anschafft. Das sind dann zwei bzw. drei USB-Geräte. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso einen Hub brauchen, wenn ihr am Notebook spielt, weil ihr habt auch noch eine Tastatur und eine Maus, die ihr vielleicht extern angeschlossen haben wollt. Und somit ist das Hubdeck 5 nicht nur da, um eure Streaming-Geräte relativ schnell an- und auszuschalten, sondern auch als Hub. Es gibt auch einen Schnellladeport dabei, der kann sozusagen euer Handy schnell laden und deshalb ist das auch mit einem externen Stromadapter tatsächlich versorgt. Es gibt dazu hier noch diese Kabelhalterung, die könnt ihr zum Beispiel hinter euren Tisch legen, dann habt ihr auch keinen Kabelsalat auf dem Tisch. Die RGB-Funktion hätte ich mir ein bisschen massiver gewünscht, das heißt, da hätte ich ein bisschen mehr Power drauf mir gewünscht, um das Ganze ein bisschen leuchten zu lassen. Aber im Dunkeln sieht das dann auch ganz okay aus. Und an die Tasten müsst ihr euch erstmal sicherlich gewöhnen, aber dann sind sie natürlich auch hilfreich, um schnell am Streaming irgendwas zu ändern und einzustellen. Ja, so viel zu den Produkten. Kauft euch am besten erstmal eine gute Kamera und ein gutes Mikrofon. Das ist ein guter Einstieg und dann könnt ihr mit dem Streamen schon ganz gut loslegen. Und ja, alles andere ist optional, aber so ein Arm macht natürlich auch Sinn und ein gutes Licht ist immer hilfreich, um auch eure Kamera ordentlich aussehen zu lassen. Und dann kann es schon losgehen, OBS installieren und viel Spaß dann beim Streamen. Falls ihr Fragen habt zu den Produkten oder zum Streamen im Allgemeinen, könnt ihr die gerne unten im Video kommentieren und wir schauen dann, dass wir die auch rechtzeitig beantworten. Ansonsten lasst ein Like da und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video von Hardvelux. Danke fürs Zuschauen.